Zuhause. Zuhause ist ein Substantiv und ist das der Ort, das Haus oder die Wohnung, wo man wohnt. Zuhause ist aber auch ein Adverb und man kann sagen, man ist zu Hause, also daheim. Dein Zuhause ist da, wo dein Herz ist. Viele Menschen fragen sich, wo ist eigentlich mein Zuhause? Ist mein Zuhause dort, wo ich geboren wurde? Ist mein Zuhause dort, wo ich aufgewachsen bin? Ist mein Zuhause dort, wo ich meine Studentenzeit verbracht habe? Ist mein Zuhause da, wo ich jetzt wohne? Ist vielleicht der Ashram, wo ich öfters hingehe, eine Art zweites Zuhause? Zuhause ist da, wo dein Herz ist. Und am klügsten ist es, du machst Gott selbst zu deinem Zuhause. Denn alles andere ist nicht wirklich dein Zuhause. Dich irgendwo in einer Gegend zu Hause zu fühlen, heißt, dass du einen großen Teil deines Lebens nicht zu Hause bist. Und irgendwann wirst du auch diese Gegend verlassen müssen, spätestens im Moment des Todes. Menschen streben in der Tiefe nach ihrem Zuhause. Und im Tiefsten sind Menschen zu Hause bei Gott. Und nur dann, wenn sie Gott wieder erfahren, fühlen sie sich wahrhaftig zu Hause.